Hängeeuter. Hängeeuter. Hallo, hier bin ich wieder. Es gibt echt viele Mädchen, fast die Hälfte aller Mädchen sind super unzufrieden mit ihren Brüsten. Und eigentlich musst du nur mal deine Mama angucken und dann kannst du sagen, danke Mama, deswegen habe ich so eine Brüste. Es liegt einfach alles in den Genen. Aber ich habe ein paar Kleinigkeiten rausgefunden, die du einfach machen kannst, um deine Brust schöner zu machen, wenn du nicht ganz zufrieden damit bist. Was auf jeden Fall die Haut deiner Brüste strafft, ist, wenn du abwechselnd heiß und kalt duschst. Was auch super ist, wenn du Cremes benutzt mit Holunder, Kaschmir oder Algenextrakt und damit deine Brüste einreibst, das strafft und durchblutet die Brüste. Wie du deine Brüste auf jeden Fall schöner machen kannst und ein bisschen mehr pumped up, ist durch Sport. Das heißt, Liegestütze sind super. Butterfly hilft immer, einfach im Fitnessstudio, aber du kannst es auch mit Hanteln machen. Und das sogenannte Beten. Und Planking. Ich weiß, die Übung ist absolut zum Kotzen. Aber wenn du es einfach alle 2 Tage mal machst und dann deine Brust wieder regenerieren lässt, perfekt. Wirklich. Auch echt ein super Hausmittel für straffere Brüste und vor allem die Bildung von neuem Gewebe ist Fenchel bzw. Fencheltee. Wenn du das Gefühl hast, deine Brust ist irgendwie ein bisschen hängt schon ein bisschen, es gibt Schüsslersalze. Dafür musst du einfach eigentlich nur das Schüsslersalz Nummer 1 benutzen. Wird auch Salz des Bindegewebes genannt und ist super für einen schöneren, strafferen Busen und du kannst einfach Hängebusen vermeiden. Um deine Brüste noch viel schöner zu machen, ist es ganz wichtig, dass du den richtigen BH trägst. Das heißt, er sollte nicht irgendwo runterschlabbern, der sollte nicht zu eng geschnallt sein. Er sollte deine Brüste unterstützen. Das heißt auch, dass du beim Sport auf jeden Fall einen Sport-BH tragen solltest. Einfach auch, damit sich die Haut nicht so ausschlabbert und du dann Riesenäuter hast. Mein letzter Tipp für dich, um schönere Bubis zu bekommen, ist natürlich auf dem Rücken zu schlafen. Bei Bauchschläfern ist es so, dass es total das Dekolleté zerknittert. Auch oft, wenn man seitlich liegt. Ich liege meistens da wie ein toter Fisch. Versuch auf dem Rücken zu schlafen. Mit den Tipps kannst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass deine Brüste schöner werden. Klar ist das Veranlagung, es liegt in den Genen, aber du musst sie nicht machen. Und jede Brust, egal wie sie aussieht, ist individuell. 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 Und wunderschön. Und hier sind wieder meine Singles der Woche für dich. Auf der einen Seite habe ich die Kimmy. Was für sie immer geht, ist auf jeden Fall Humor, schöne blaue Augen, verrückt sein und ernste Absichten. Und hier habe ich den coolen Raphael. Was bei ihm komplett gar nicht geht, sind eingebildete Menschen. Kann ich verstehen. Die will keiner. Das war's mit Domis Quickie. Wenn es dir gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Falls du irgendwelche Anregungen, Ideen oder sonst was hast, kannst du es gerne hier runter in die Kommentare posten. Und falls du als Single auch mal hier landen möchtest, kannst du mich natürlich kontaktieren. Alle Infos findest du nochmal unter mir in den Kommentaren, in der Infobox. Und falls du die Singles kontaktieren möchtest, schreib sie einfach an auf jam.fm. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag um 16 Uhr. So we say goodbye, bye, 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 bye.